hoch und innen. Wenn wir aus der Abwehr eine gute Verteidigung gemacht haben, wäre es natürlich sinnvoll, dass dieser Ball, der zweite Ball vom Zuspieler oder auch vom Blockspieler, vom Libero, präzise so nach vorne kommt, dass wir gut angreifen können. Und da ist die Prämisse, dass der Ball hoch ist und wenn möglich ein bisschen innen, damit der Außenangreifer den Schwung mitnehmen kann und mit voller Wucht in den Ball hineingehen kann und den Ball schön hart lang diagonal schlagen kann. Deshalb immer das Ziel, den Ball so hoch wie möglich und wenn möglich auch innen zu lassen. Wie weit innen ist denn innen von der Antenne gerechnet? Naja, circa einen Meter, das reicht dann schon aus. Ja? Also darf nicht zu weit raus sein, dann ist hat der Spieler den Ball im Rücken. Der Angreifer muss den Ball schön vorne sehen können und in den Ball hineingehen können mit seinem Angriffsschlag.